wenn man in einem Elektroauto in den Stau kommt im Winter. Ich bin mit 170 Kilometern gestartet und habe jetzt noch 140 Kilometer und jetzt stehe ich. Und wir sind hier angekommen mit 75%. 2 Stunden hier bei dem Wetter, das entspricht 140 Kilometern. Überall im Internet erreichen mich immer wieder diese komischen Bilder, dass man stirbt, wenn man in einem Elektroauto in den Stau kommt im Winter. Jetzt sind 0 Grad und so ein bisschen Schnee, natürlich jetzt kein richtig harter Winter, aber das Grundprinzip ist ja klar und werde mal so ein bisschen so einen Stau im Winter simulieren und möchte euch mal gerne zeigen, wie viel Reichweite geht denn dabei verloren. Deshalb möchte ich heute, oder ich fahre jetzt gerade einfach mal 35 Kilometer auf die Autobahn. Der Wagen, man sieht es hier, die Klimaanlage läuft auf Auto, 22 Grad, also ich sitze hier drinnen im Pullover, ich muss jetzt hier nicht mit Schal und Mütze sitzen. 93%, Akkustand, 170 Kilometer Rest zeigt er mir an. Und die Alteingesessenen, die alten Hasen, die können jetzt ganz gerne abschalten, weil ich denke, die kennen schon das Ergebnis. Aber für die Leute, die neu auf Elektromobilität setzen, ist es dann doch vielleicht ganz interessant und denen möchte ich das ganz gerne näher bringen. Weil es sind ja auch immer alles Unkenrufe, die dann sagen, so ein Elektroauto, keine Ahnung, kommt dann maximal noch bis zum Kirchturm. Lasst euch nicht abschrecken von den 170 Kilometern bei 94%. Das handelt sich hierbei um ein Hyundai Ioniq, Baujahr 2017, mit einer 28 Kilowattstunden Batterie. Darauf komme ich nachher auch nochmal. Das ist natürlich jetzt nicht das aktuellste Fahrzeug. Und es gibt mittlerweile Fahrzeuge mit weit größerem Akku. Ich habe hier Sitzheizung an, ich habe Lenkradheizung an, ich habe... Die Kamera wird geladen gerade durch das Fahrzeug, die Kamera wird geladen durch das Fahrzeug, die läuft auf dem Akku, aber es sind halt doch schon ein paar Verbraucher an, Licht ist an, hier drin ist Licht an für die Beleuchtung von meinem Gesicht, natürlich Scheibenwischer laufen. Ihr könnt hier gucken, wie sehr nimmt der über die Kamera, wie sehr nimmt mein Akkustand ab, wie viel Reichweite bedeutet das effektiv und dann könnt ihr halt beobachten, so ein bisschen auf der Strecke, wie viel Reichweite geht dabei verloren. Denn beim Elektroauto muss man immer wissen, ein Elektroauto, die Heizung funktioniert mittels PTC-Heizelement. Auf einer Langstrecke funktioniert die auch bei verschiedenen Modellen mit einer Wärmepumpe. Mein Fahrzeug hat eine Wärmepumpe. Und natürlich braucht so ein Fahrzeug relativ viel Energie, um das Fahrzeug überhaupt erstmal aufzuheizen über das PTC-Heizelement. So ein PTC-Heizelement ist ungefähr vergleichbar mit so einem Heizlüfter, den ihr zu Hause habt. Die haben meistens so 2000 oder 3000 Watt. Ähnlich ist es hier auch. Es gibt Fahrzeuge, die haben bis zu 5000 Watt Heizelemente drin. Und wir können jetzt mal schauen. Wir gucken mal auf Energieinfo und Energieverbrauch. Und dann sehen wir schon, dass die Klimaanlage aktuell in meinem Fahrzeug 1,1 kW, also 1100 Watt, verbraucht. Denn zum Aufheizen benötigt so eine Heizung natürlich relativ viel Energie. Die Heizleistung ist aber deutlich stärker und deutlich schneller und direkter. Und dadurch braucht es diese hohe Energie nicht lang, sondern er muss quasi das Fahrzeug nur aufheizen und dann muss er nur noch die Temperatur halten. Ich kann auch mal die Klimaanlage ausmachen, nur damit man es mal sieht. Die ist jetzt übrigens schon runtergegangen auf 700 Watt. Aber ich mache die mal aus. Und zack, stehen da 0. Schalte sie wieder auf Auto. So, ich bin 34 Kilometer gefahren, bin mit 170 Kilometern gestartet und habe jetzt noch 140 Kilometer
Und jetzt stehe ich. Jetzt stehe ich in meinem virtuellen Stau, würde ich sagen. Ich habe mir hier so einen Parkplatz gesucht von einem Rewe. Ihr könnt sehen, es schneit im Umkreis. Doch, hier drin sind nach wie vor 22 Grad Auto. Das heißt, das Fahrzeug reguliert von ganz alleine, ob er jetzt die Wärmepumpe nutzen soll, die ja nun wesentlich energiesparsamer ist, oder ob er das Heizelement nehmen soll. Die Elektronik läuft weiterhin. Ich könnte jetzt natürlich das Licht ausschalten außen und die Scheibenwischer. Aber wir machen ja einen Stautest. Und im Stau sollte man dann doch immer weiterhin eine freie Sicht haben und man sollte auch weiterhin das Licht anhaben, einfach um besser gesehen zu werden und um da einfach ja die Sicherheit zu wahren. Das Interessante bei einem Elektroauto ist, und das wissen halt eben die wenigsten, dass es, und man kann es hier sehen, der Fahrbetrieb. Das heißt also, während ein Verbrenner jetzt vor sich hin tuckert und weiterhin Kraftstoff verbrennt im Stand, verbraucht das Elektrofahrzeug nichts. Ihr seht, 0 kW Fahrbetrieb. So. Und wir sind hier angekommen mit 75%. Das entspricht 140 Kilometern bei meiner Fahrweise in meinem Fahrzeug Baujahr 2017. Und ich würde sagen, wir warten einfach mal 2 Stunden. 2 Stunden hier bei dem Wetter. Kann sein, dass ich mal zwischendurch aussteige, mal ums Auto herumlaufe oder sonst irgendetwas. Ich würde sagen, ich lasse die jetzt einfach mal im Zeitraffer laufen. So, und damit keiner sagt, das Auto würde irgendwie parallel geladen werden, hier mal, wo es aktuell steht, ne? Hier auf dem Parkplatz, es schneit, es ist arschkalt. Nur mal so, bevor irgendjemand behauptet, ich würde hier irgendwie schummeln oder so. Ich mache ab und zu mal die Tür auf, gehe mal ums Auto herum, weil in einem Stau, der mehrere Stunden dauert, ist es ja auch so. Man geht dann auch mal raus oder bewegt sich ein bisschen. Und gut, dann zieht man vielleicht eine Jacke an. aber es bleibt ja nicht aus, dass auch immer mal wieder kalte Luft ins Auto reinkommt, die dann auch wieder aufgewärmt werden muss. So, nun 2 Stunden später haben wir das Ergebnis. Ich zeige es mal hier mit der Kamera. 119 Kilometer Restreichweite. Die Klimaanlage rödelt fröhlich vor sich hin, genauso wie das Licht und alles drum und dran. Und jetzt sieht man auch mal was Interessantes. Zwischendurch geht die Klimaanlage auch gerne mal auf Null Verbrauch. Das liegt daran, wie gesagt, weil sie eben auf Auto steht. Und weil sie eben selbst entscheidet, wann sie heizt und wann sie halt einfach nichts macht, ne? Und dadurch ergibt sich natürlich eine unglaubliche Sparsamkeit. Wir schauen mal auf die Akkuinformation. Wir haben jetzt noch hier in dem Fall, in dem Fahrzeug 65%. Und das entspricht, wie gesagt, 119 Kilometern. Man kann es auch hier sehr schön sehen. Und zwar, dort steht drinne, wir sind 2 Stunden 41 unterwegs gewesen. Waren wir natürlich nicht. Wir sind nur 35 Minuten oder was hier rausgefahren. Wir sind effektiv knapp 35 Kilometer gefahren und haben eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 14 km/h. Weil er natürlich, deswegen ist auch der Durchschnittsverbrauch jetzt mittlerweile hochgegangen auf 25,2, weil er natürlich davon ausgeht, dass das jetzt immer noch eine Fahrt ist. Und das rechnet er alles mit in die Durchschnittsgeschwindigkeit und somit hinein. Aber wir sind ja 35 Kilometer hierher gefahren. Wir sind nicht ganz voll gestartet. Wir würden dann noch 30 Kilometer Rest lassen. Dann hätten wir insgesamt eine Strecke, die man zurückgelegt hat, von 65 Kilometern. Das ist durchaus realistisch, um zumindest die nächste Ladestation zu erreichen. Und dann, wenn man davon ausgeht, dann nehmen wir die 2 Stunden, die wir jetzt schon standen, dann hätten wir noch 90 Kilometer ungefähr nach Stand jetzt. Dann würden die noch oben drauf kommen, wären wir bei 11 Stunden. Okay, rechnen wir konservativ, dann liegen wir bei sicheren 10 Stunden, die man mit einem Fahrzeug, Baujahr 2017 mit 28 Kilowattstunden Akku, in einem Stau stehen kann, ohne jegliche Komforteinbußen. Heutige Fahrzeuge
50, 60 Kilowattstunden, also das Doppelte an Akkukapazität. Die könnten 20 Stunden im Stau stehen oder was weiß ich nicht. Oder die können halt 100 Kilometer in den Stau fahren, 100 Kilometer noch raus und könnten dann immer noch mehrere Stunden in einem Stau stehen. Das ist absolut realistisch und alltagstauglich. Und eigentlich, das wollte ich eigentlich nur mal zeigen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, euch hat dieser kleine Einblick in die Welt der Elektromobilität gefallen. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ciao.